Moin Moin Leute, zurück zur Karriere in F1 2019. So, in Australien sind wir heute beim kurzen, ja, wir machen ja immer kurzes Qualifying und 25% Rennen, 89er KI ist glaube ich Experte. Ein Vormeister, wir fahren im Haas. Und ich bin noch nie im Haas gefahren, also ich hoffe, der lässt sich jetzt nicht scheiße fahren. Und es lädt schon wieder 10 Stunden. Mann, warum lädt. Ah ja, Ehre. So, ab ins Qualifying. So. Ohne Scheiß jetzt mal, ja. Wenn man mal sieht, wie viel aufgestiegen. Norris ist aufgestiegen. Albon ist aufgestiegen. Hier Weber ist aufgestiegen, Butler ist aufgestiegen. Die sind einfach alle aufgestiegen. Läuft bei denen. So. 1,24,5 momentan von Charles Leclerc. Bottas jetzt erster. 1,24,4. Kann man irgendwo noch mal hier. Die Strecke ist gerade ziemlich leer. Ah, hier kann man. Kann man auch noch mal Dings nehmen? Nee, ne? Nee. Dann fahren wir jetzt raus. Fertig. Dann fahren wir jetzt raus im Haas. Mal gucken, wie der sich so fahren lässt. Bin ich noch gar nicht mitgefahren, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Haas. Vier Minuten 20 sind es noch. Die Runde ist noch ein bisschen zum dran gewöhnen ans Auto. Nächste Runde, die muss schon passen. Die Reifen haben auf jeden Fall eine gute Temperatur. Jetzt gibt es noch eine langsamere Runde. Und gleich kommt die schnelle. Oh, hier war gelb. Aber ist wieder grün.
Ja, also. So schlecht fahren wir jetzt auch nicht. Dieser Abteil gehört eigentlich nämlich auch schon zu schnellen Runden. Hier muss man nämlich gut raus beschleunigen können. Und jetzt geht's ab. Wir sind sehr, 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 sehr früh rund. Deswegen, also, ist jetzt hier ein kleiner Fail, den ich hier habe. Denn ich will nicht noch eine Runde fahren, aber ich muss wahrscheinlich noch eine Runde fahren, weil ich zu früh über die Linie gekommen bin. Ich bin bei 1,25 über die Linie gekommen. Und wenn ich mich jetzt gut verbessere, dann, ja. Dann wird das ein kleiner Fail. Wir sind jetzt schon 1,5 Sekunden verschneller. Und ungefähr 3 Zehntel nach dem ersten Sektor langsamer als Bottas, der Erstplatzierte. Jetzt geht es hier in den zweiten Sektor rein. Reifenabnutzung ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, zwei Einführungsrunden zu fahren. Zweiter Abteil, 9 Zehntel sind wir zurück. Das ist schon viel. Und ich weiß auch nicht, auf welchen Platz wir momentan rauskommen würden. Bin schon auf einen nicht so guten Platz. Jetzt geht es hier nochmal rum. Fehler. Und das sogar ein großer Fehler. Jetzt geht's hier rum und P13 bis jetzt. Wir sind noch mal genau pünktlich rübergekommen. Also wir können noch eine Runde. Aber ob sich lohnt, ist die andere Frage. Eigentlich reifenmäßig lohnt sich das gar nicht hier, weil ich die Reifen dadurch kaputt mache. Aber okay. Momentan nur P13. Das ist jetzt auch nicht so besonders. Die Reifen haben einfach 20% wegen Qualifying schon. Aber wenn wir nicht Top 10 starten, können wir uns, glaube ich, nochmal frische nämlich nehmen. Das ist auch nicht so schlimm. Ah, ich glaube, das Benzin wird aber uns am Ende einen Strich durch die Rechnung machen. Ich glaube, das. Oh! Ja, Leute. Ich glaube, das Benzin wird uns aber am Ende einen Strich durch die Rechnung machen. Wir sind zwar jetzt nicht langsam unterwegs, aber wir haben nur noch 0,30 Runden. Wir könnten jetzt unsere Runde noch mal etwas verbessern. So, geht's nochmal aufs DRS und es geht nochmal auf P12. Also, wir sind sogar noch auf P. Wir sind nochmal sogar auf P14 abgerutscht, also. Ja, wir waren zeitweise wirklich noch auf P14 und. Ja, wir haben schon einen sehr großen Abstand. Aber ja, jetzt gehen wir zum Rennen, oder? So, müssen wir mal. So, das gibt nicht viele Ressourcenpunkte und da wir machen auch Minus bei Haas. Das ist zwar nicht ideal, aber am Samstag.
Und im Rennen? Im Rennen so Achter wäre schon, glaube ich, nicht schlecht. Punkte einfach. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung. Am Ende des Rennens soll es regnen. Das Ding ist, reicht es da? Das Ding ist, reicht es, dass die Strecke nass wird? Akzeptable Strecke bis zur ersten Kurve. Vorsicht mit den Autos, die vor dir bremsen. Wir können von den Problemen anderer profitieren. Und sollten nicht selbst welche schaffen. Bisschen mehr Benzin mitnehmen und dann können wir da drin hier starten. Von P12, Butler ist vor uns selbst, also den will ich auf jeden Fall definitiv starten. Weber ist auch vor uns und schlechter Start. Oh, wieder auf Hot Lap, das ist natürlich nicht optimal. Butler ist zu Renault gegangen, ich wollte auch zuerst zu Renault. Und jetzt Rad an Rad mit unserem Teamkollegen ist das doch hier, oder? Ich sehe es nicht ganz vorbei jetzt hier an Butler vielleicht. Nee, oh und weit raus. Das hat Zeit gekostet. Boah, ein Durcheinander hier vor uns. Und ja, ich wäre mit den Punkten definitiv auf jeden Fall schon zufrieden. Jetzt hier gegen Butler. Und wir sind vorbei. Der nächste wäre Max Verstappen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie eine Strafe hat oder warum der so weit hinten ist. Auf jeden Fall. Der ist ein bisschen weit hinten, ne? So 7 bis 19 können wir reinkommen. Warum 7 bis 19, Digga, wenn wir nur 5 Runden fahren? Motor ein bisschen überhitzt, aber noch nicht so heiß. Aber dort, ja. Oh, jetzt nicht so kühl, ne? Also ich glaube, der kommt da einfach gerade nicht am. Ich weiß nicht, wer es ist. Oh! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Uff, was ist passiert? Oder was ist da los? Nix ist da los. Ja, ich kann da nicht wirklich mithalten mit dem Verstappen. Oh, jetzt der Fehler und den muss ich, glaube ich, einsehen. Jetzt kommt Raikön im Sauber, glaube ich. Ne, Alfa Romeo, ne? Romero im Alfa, glaube ich. Stimmt, den können wir ja noch erhöhen. Stellen wir den mal auf hoch. Boah, hier fast wieder gedreht. Oh, und da Berührung. Mann, ey, das ist. Ja. Komm, fürs erste Rennen ist es mal eine Ausnahme, dass ich zu viel rückblenden. In den nächsten Rennen will ich deutlich weniger, weil ich muss mich selber erstmal an die KI ein bisschen gewöhnen. An das Auto. Also ich hab. Ja. Ich habe ja selber nur die F2-Rennen gemacht und dann die paar Testrennen, die 1, 2, ich glaube 2 Stück hatte ich gemacht. Ja, und das war es auch für mich, was ich momentan so getestet habe, deswegen muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Jetzt habe ich ja gesehen, dass er da ist und da gebe ich ihm noch Platz. Der ist zum Glück noch nicht an. Aber ich habe im Gefühl, die hinter mir könnten alle schneller. Komm, wir fahren nur eine Hot Lap.
Ich will mich ein bisschen nämlich absitzen schon. Einmal eine Hotlap fahre ich mal. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Ja, ich will mich jetzt ein bisschen konzentrieren. So. Aber wir kommen nicht wirklich näher am Butler dran, also. Und vom. Aber wir können uns ein bisschen mit dem. Hinterm Grosjean ist eine kleine Lücke, muss man sagen. Also wir könnten uns ein wenig absetzen. Ich und der Grosjean. Und wir müssen versuchen, irgendwie am Butler ranzukommen. Aber wir sind ja nur auf den Mediums unterwegs, also wir fahren ja noch, wir haben gleich noch die schnellere Mischung, deswegen sollte ich vielleicht die Reifen nicht so hart jetzt dran nehmen, dass ich gleich schneller fahren kann. Runde 7 soll ich reinkommen. Das ist nochmal gut zu wissen. So, jetzt stelle ich wieder auf hoch, beziehungsweise auf mittel. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Ja. Ich habe doch schon wieder auf Mittel umgestellt. Da machen wir auf jeden Fall. Auf den Geraden verbrauchen wir. Und ich glaube, ich lasse meinen Teamkollegen vorbei. Spätestens in ein, zwei Runden kommt eh der Funkspruch, dass er schneller fahren kann und dass ich ihn vorbeilassen soll. Ich muss so annehmen, dass ich noch nicht schneller kann, weil ich einfach die langsameren Reifen habe. Deswegen muss ich das so anerkennen. Aber wir haben ein bisschen auf Butler gut gemacht. Das sind nur 1,4 Sekunden. Es waren mal 1,6 auf Butler. Und jetzt kommt Grosjean. Hier hat er auch gerade schon den Raikön Kimi geholt, aber wir wehren uns gut. Oh, die Kurve habe ich jetzt hier komplett verkackt und da ist dann Grosjean vorbei. Ja, da ist der Grosjean dann vorbei. Vielleicht können wir uns ja jetzt so mitziehen lassen. Vielleicht kommt er ja am Butler dran. Ich könnte ihn vielleicht überholen, aber ich mach's nicht. Ich will ihn fahren lassen. Weil er kann, glaube ich, schneller als wir fahren. Ja, der Norris ist hinter uns, deswegen gucke ich ab und zu mal nach hinten. Ah, das sind noch 1,2 Sekunden. Antonio Giovinazzi ist aus dem Rennen. Gibt es da irgendwie Safety Car oder so? Scheint jetzt nicht so zu sein. Wir müssten DRS haben. Aber auch der Grosjean kommt nicht wirklich näher am Butler ran. Ja, ich weiß nicht, warum die KI manchmal so früh bremst. Ohne Scheiß, ich weiß es wirklich nicht, Leute. Oh! Ey, was ist das, Alter? Warum kommt die Strategie genau dann rein? Nee, jetzt gucke ich mir die Strategie nicht an. Alter. Bin ich wieder am Grosjean vorbei? Ich glaube leider nicht, weil ich meinen ERS nur auf niedrig habe, aber
Oh, ich muss ihm innen Platz lassen, bin vorbei, aber. Let's go. Sind die Reifen denn noch gut? Eigentlich, die laufen noch. Also, wir müssen auf jeden Fall nicht in Runde 7 rein, glaube ich. So, gelbe. Ah, das war Giovinazzi. Ah, ich hab ERS jetzt mal auf keinen stehen. Vielleicht können wir gleich auf Hotlap noch eine Runde fahren und dem Butler noch ein bisschen Zeit abnehmen. Ja, ich muss mich auch erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt mit Mediums unterwegs bin, weil Mediums waren ja früher mehr die Weißen. Deswegen muss ich, aber wir können uns ein bisschen von Grosjean jetzt absetzen. Trotz, dass ich ohne ERS fahre. Und er fährt immer noch nicht an die Box. Und er hat Softs drauf, das muss man mal überlegen. Butler immer noch nicht an der Box. Aber viel. Hey, die Runde fahre ich noch nicht. Die Reifen können noch. Aber ich warte auf Butler. Ich warte auf Butler, bis der reinfährt. Und dann gleich wird zugeschlagen und ich versuche auf Hotlap zu fahren. Eine Runde noch. Und vielleicht komme ich ja irgendwie vorbei. Weil seine Reifen kalt sind oder so. Ah, 1,7 Sekunden. Das Ding ist, ich muss natürlich auch von hinten aufpassen, dass da keiner mich überholt mit einem Undercut. Schlecht gefahren von mir. Das Ding ist, muss der Grosjean nicht jetzt rein, der hat noch Soft drauf, also ich bleib noch eine Runde, Chef. Wenn der Grosjean jetzt nicht rein fährt, boah, Alter, wie der da mal reingestochen ist. Egal, nicht drüber aufregen, fahren. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen Zeit auf den Butler gut machen. Der will nämlich. Und der Grosjean fährt noch eine Runde. Und jetzt sind wir auf P1 wahrscheinlich am Ende, ne? Und jetzt heißt es eine richtig schnelle Hotlap. Ui. Ich komme noch nicht so mit der Steuerung klar. Klingt wie eine Ausrede, aber es ist so. Ich komme nicht so wirklich mit der Steuerung klar. Hotlap, alles an, damit wir vielleicht noch ein bisschen näher am Butler kommen. Vor allen Dingen, wenn er vielleicht auch noch ein bisschen Verkehr hat. Mache ich gleich, aber die Runde ist eine wichtige, deswegen so schnell. Wir sind aber 6 Zehntel langsam, also. Und Norris nochmal jetzt gegen Grosjean. Norris vorbei. Das sieht zumindest so aus. Und jetzt ist Grosjean wieder vorbei. Und Grosjean, der Hund, fährt auch rein.
Oh, der Box, du Hund. Schön. Frage ist, kommen wir vom Alban? Oder wie der da heißt? Ah, vom Butler. Jetzt, wie komme ich schon auf Alban? Vom Butler, und jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich die Ausfahrt verkackt. Jetzt habe ich die Ausfahrt verkackt, Digga. Kann ich das nochmal wiederholen? Das hat uns nochmal Sekunden gekostet. Butler nämlich da vorne gegen Hamilton. Ja, guck mal, wie nah wir jetzt dran sind. Also das hat uns Zeit gekostet, da gerade das mit Butler. Ich fahre nochmal ein bisschen auf Überholen oder auf Hoch. Und versuche nochmal am Butler wieder ranzukommen. Aber der Abstand sollte immer noch so bei 1,7 Sekunden liegen. Wie vor dem Stopp. Also die Runde gerade hat mir gar nichts gebracht. Aber jetzt könnten wir eigentlich schneller als der Butler, fahren. Das sind sogar 2 Sekunden jetzt geworden. Wenn die Reifen so mitmachen, können wir eigentlich sogar schneller als Butler fahren. Weil wir haben die schnelleren Reifen drauf, deswegen vielleicht geht da noch was mit P10. Ja. Mittel stellen wir mal ERS wieder. Da kommt einer aus der Box, den müssen wir holen. Den haben wir. Ganz sicher haben wir den. Und 1,5 Sekunden sind jetzt auf Butler. Also ich kann jetzt richtig gut pushen auf den Reifen. Und Butler sollte im Sekundenbereich sein, also ab jetzt ist hier alles möglich gegen den Butler. ERS wird mal auf mit niedrig geschaltet. Boah, Alter, was ist der Butler da gefahren? Was feiert der denn, Alter? Ich will ja nichts sagen, wir sind dran, würde ich mal behaupten. Butler, oh, und da habe ich die Kurve nicht richtig. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was passiert hier, weil die betteln da vorne. Was macht der Butler vor allen Dingen? Der mischt sich, die werden alle richtig langsam. Und wir sind hier in so einer Fünfergruppe. Mehr oder weniger gesagt. Und jetzt auf Überholen auf wir gerade. Der ist es an. Aber es reicht nicht. Wir sind zu weit weg. Wir sind zu weit weg. Wieder auf niedrig. Boah, direkt dran am Butler. DRS geht auf. ERS geht auf Überholen. Und jetzt auf die Innenspur. Und ein Doppelüberholmanöver vielleicht. Jawohl, P9, Perez überholt. Der nächste ist dann Weber jetzt gleich. Also die Pace läuft bei uns mit den Reifen. Die Pace auf den Reifen ist richtig gut bei uns. Jetzt noch vielleicht vorbei an Weber. Ah, ja. Lol. Das war ein bisschen zu riskant mit Weber, also komm. Und Charles Leclerc ist aus dem Rennen. Habt ihr ja eigentlich gerade schon gesehen. Das war jetzt keine, ist jetzt keine Überraschung, dass er raus ist. Das Ding ist, hier ist gelb. Jetzt nicht mehr. Oh, Alter, warum hat Weber da, ist Weber da so eine komische Linie gefahren? Ich hatte im Gefühl, der ist eine komische Linie gefahren.
Und ich glaube, mehr als P7 geht nicht mehr. Also, wenn wir P7 haben, dann können wir schon zufrieden sein, weil vielleicht können wir dann noch auf. Oder haben wir den Weber angeschubst? Ja, ich bin in dem Game, was Bremsen geht, noch nicht so sicher. Und Einlenken, also. Ja, da muss ich nochmal manchmal Wiederholungen anwenden. Ja, das war wieder nicht gut. Das war wieder eigentlich nicht gut. Und boah, Weber war auch hart hier gefahren, finde ich. Also. Boah, und jetzt aber ist alles fair. Auf der Gerade geht's dann hier. Und da sind wir jetzt vorbei. So, gibt der Doppel-DRS hier. DRS meine ich natürlich. Weber Perez jetzt hier gegeneinander, die drei hinter uns. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,0 Sekunden. Ich fahre das jetzt chillig runter. Vielleicht können wir ja noch was machen, aber. Bin ich da nicht. Ich gehe auch nicht auf absolute Bestzeit, ne? Also. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Oh, fuck. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Okay, wir können dich diese Runde rein. Klar, Junge, Flügelschaden reparieren und das war's dann wohl mit den Punkten. Es ist Virtual Safety Car. Also ich verliere nicht ganz so viel Zeit, aber trotzdem in Richtung Punkte wird nichts mehr gehen. Nichts mehr machen. Ich kann von hier hinten nichts mehr ausrichten. Ich bin 18. Das Ding ist, ich kann noch mal auf schnellste Runde gehen. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann, jetzt auf schnellste Runde gehen. Dafür müsste ich aber noch mal kurz ein bisschen Benzin. Aber nee, für schnellste Runde muss ich ja auch in den Top 10 sein. Ja, und. Ja, Digga, ich glaube, ich muss Traktionskontrolle auf Mittel machen, ohne Scheiß. Ich komme ohne Traktionskontrolle einfach nicht klar. Also, ich muss die schon auf Mittel, glaube ich, stellen. Weil ohne, hat man ja gesehen, da komme ich kaum klar mit. Vielleicht können wir uns den Quirt ja noch holen, glaube ich aber nicht. Also das erste Rennen sehr enttäuschend. Aber ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen, muss ich erstmal sagen. Ja, stimmt, an den Regen habe ich gar nicht mehr gedacht. Also. Aber der Quirt ist nicht wirklich schnell, ne, muss man sagen. Ich gehe nochmal jetzt auf kein ERS, damit ich gleich Hotlap machen kann. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Zack. Und jetzt kann ich auf Hotlap. Jetzt können wir auf Hotlap machen und auf Fett. Ich weiß, ich kriege den extra Punkt nicht, aber vielleicht kann ich trotzdem die schnellste Runde mir nochmal ergattern. Boah, Digga, die Sonne.
Die haben richtig gut aufgeholt auf dem Kehrt. Also, der hat auch irgendwelche technischen Probleme oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sein Auto irgendwie auch nicht im besten Zustand, weil wir in großen Schritten auf dem Kehrt aufholen. Dann werden wir vielleicht wenigstens nicht letzter. Aber in dieser ersten Saison ist eh noch gar kein Ziel hier, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt Weltmeister werden, glaube ich. Vielleicht kann man darüber nach zwei, drei Saisons nachdenken, aber jetzt in der ersten heißt es auch erstmal ein bisschen Auto entwickeln und natürlich auch nicht immer nur solche Patzer zu haben. Ich glaube, ich muss zum nächsten Rennen einfach die Traktionskontrolle auf Mittel stellen, weil, ja, und zweimal absolute Bestzeit, das ist natürlich nice. Und ich hoffe, der Quirt hält mich nicht auf. Dann schaffe ich auch noch ein drittes Mal absolute Bestzeit und dann ist die absolute Bestzeit im Rennen. Aber der Quirt wird mich aufhalten in diesem letzten Sektor. Boah, aber der ist ja so langsam unterwegs, den kann ich ja sowas von safe überholen. Ah, und dann kostet der mich hier wieder den Fehler. Und das sollte ich versuche noch absolute Bestzeit zu fahren. Hotlap, Fettgemisch ist immer noch alles an, aber ich glaube... Jetzt hole ich mir noch Damage. Jetzt heißt es eigentlich gerade nur noch vor Quirt bleiben und dann ist alles gut. Ah, das sollte ja jetzt nicht wohl so schwer sein, vor Quirt zu bleiben. Das Ding ist jetzt mit beschädigten Frontflügel. Kann man halt auch nicht vielleicht überall Vollgas durchfahren, aber trotzdem sollte das nicht allzu schwer sein, vor Quirt zu bleiben. Ja, jetzt haben wir schon eine Lücke wieder. Also jetzt einfach ganz ruhig hier fahren. Und dann passt das schon. Valtteri Bottas gewinnt. Ja, ich habe ja schon auf Mager gemischt. Auch wenn ich noch nicht... da schone ich nochmal mein MGUH oder MGUK mit. MGUH, glaube ich. Schone ich definitiv, glaube ich, auch nochmal damit, dass ich... So, können wir wenigstens uns noch freuen, dass wir nicht letzter geworden sind. Ja, die Sonne ist hier wieder hardcore am Blenden nochmal. Boah, hier auch wieder. Ja, nochmal ein Fehler, aber da kommt der Quirt nicht mehr dran. Und dann ist es P17. Ja. Enttäuschend. Es ist natürlich enttäuschend, wo wir ein Top-10-Ergebnis locker hätten fahren können. Ich glaube, 8er oder was wir waren und dann rutsche ich wieder. Und da wollte ich dann einmal keine Rückblende benutzen und da wollte ich wirklich dann ehrlich sein und in die Box fahren. Im großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis hat. So, mal gucken, Ressourcenpunkte mäßig, wie das aussieht. Und ja, ich weiß gar nicht, das nächste Rennen, ich glaube, ich weiß, ich kenne die Reihenfolge nicht ganz auswendig. Aber ist die nächste Strecke Bahrain, glaube ich. Ich bin mir aber selber nicht ganz sicher. Ah, da! Nee, Respekt. Deine Rivale führt. Ja, schade. Ja, wegen dem Fehler. Oh, oh, oh. Und unser Ruf geht runter. Er ist natürlich nicht so gut. Auch nicht für unseren Vertrag. Also. Der von der Presse verfolgt wird. E-Mails, wie ich dir gerade eine geschickt habe, geben dir einen Einblick, wie deine ehemaligen Formel 2-Rivalen mit der Presse umgehen. Sieht aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Nee, ich mach das nicht. Das werden wir dann überspringen, aber alles... Alles erst... Ja, Bahrain ist das nächste. Ja, Bahrain, China, Aserbaidschan, Spanien, Monaco, Kanada... Frank, ja, Dings wurde ja nach, wo ist er denn? Nee, wurde nicht.
Ah doch, Russland wird ja jetzt nach hinten verschoben, genau. War aber schon im F1 2018 so. Aber Japan, das ist wirklich nicht meine Lieblingsstrecke. Ja. Somit sehen wir uns schon zum nächsten Wochenende. Das ist dann in Bahrain. Bis dahin. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.